Dieser Begriff der Operette, den mag ich einfach. Meine Heimat ist und bleibt die neue Musikwelt. Und schon das Wort Operette mit der neuen Musikwelt zusammenzubringen, das ist vielleicht das liegt so ein bisschen quer. So. Und das mochte ich daran. Und ich mag auch an sich wirklich das Genre der Operette wirklich sehr gern. Also gerade eher die frühe Operette. Und mir ging es eher darum, dass ich versucht habe, für Daniel insbesondere, für den ich es da sozusagen in die Stimme oder bei ihm noch besser auf den ganzen Körper, auf den ganzen Daniel Gloger draufzuschreiben, dass es da möglichst schnelle Wechsel zwischen den Charakteren und den Möglichkeiten gibt. Es gibt ja so unglaublich viele Countertenöre, die in irgendeinem Zwischenbereich arbeiten oder Stimmkünstlerinnen. Und ich habe da große Lust, immer wieder zu suchen nach der genau passenden Stimme für eine Person. Ich versuche eigentlich, die Stimme für jedes Stück neu zu erfinden und neu zu gucken, was ist die richtige Farbe, was sind die richtigen Klänge von der Stimme. Das ist einfach ein großer Spaß für mich und ich versuche natürlich, dass es dann auch ein Spaß fürs Publikum ist, klar. Es ist natürlich so, dass die neue Musik in Deutschland mal eine Zeit lang versucht hat, eine große Ernsthaftigkeit zu finden und da was entgegenzusetzen gegen alles, was mit irgendeiner Art von unmittelbarer Emotionalität zu tun hat. Und das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich glaube aber, dass wir heute, wenn wir irgendeine Chance haben wollen, was zu ändern und was darzustellen, was irgendwie mit der Gesellschaft zu tun hat, dann können wir nicht einfach so tun, als wäre Humor nicht ein Teil davon. Ja, Humor ist natürlich echt so eine Sache. Wenn ich die Möglichkeit habe, einfach das zu schreiben und sozusagen so einfach so meine Arbeit zu machen, dann ist es ein bisschen so, wie als wenn man abends beim Bier mit Freunden ist. Dann kann auch passieren, dass vielleicht einer mal eine witzige Geschichte raushaut oder sowas, aber nicht unter Zwang. Also das heißt, Humor ist jetzt nicht gemeint als komisch oder Comedian, sondern schon eher, das darf man durchaus mal im Hals stecken bleiben.
es ist toll, dass wir heute in einer Zeit leben, in der es so viel Freiheit gibt. Und das versuchen wir auch zu unterstützen. Ich meine, die Operette, das ist der Tanz auf dem Vulkan. Es ist nicht umsonst so, dass das in den 20er Jahren oder die Revue noch mehr, dass das genau da stattgefunden hat und in dieser extremen Form stattgefunden hat. Ich finde auch, das ist eine Form, die in unserer Zeit in der neuen Musik eigentlich nicht mehr stattfindet, die Revue. Das habe ich eigentlich wenig erlebt. Und ich finde, dieses Spiel damit, mit den Genres, mit den Formen, das ist total aufregend. Und klar, es ist eher 19. Jahrhundert der Begriff, aber ich finde, was wir jetzt hier so haben an Gegenständen und so, ist doch sehr klar eher Anfang 20. für mich. Ich bin schon zufrieden.